Heißgeliebtes Viva. Es ist Zeit zum Tschüss sagen. Ihr habt ein Vierteljahrhundert mit Bravour durchgehalten. Es war Jugendkultur, es war deutsches Fernsehen. Ich persönlich bin als Teenager sehr beeinflusst worden von der Sendung Freestyle, die erste Hip-Hop-Show im deutschen Fernsehen war. Danke für eine wunderschöne Zeit, für wundervolle Jahre, in denen ich viel erleben durfte, in denen ich vor allem viel lernen durfte. Liebes Viva, ich kann nicht so wirklich glauben, dass wir uns nach so vielen Jahren wirklich jetzt trennen müssen. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit mit dir. Das Viva-Leben hat so viele weitere Leben ermutigt und bereichert, unter anderem meins. Man kann sich das vielleicht nicht vorstellen, also 1993, als zu Viva gekommen bin, da gab es kein Musikfernsehen, kein deutsches. Wir haben das alles so entwickelt, wie redet man, wie muss das sein und in meinem Herzen welchen Sender immer tragen. Ich habe tolle Moderatoren entdeckt, habe viele Newcomer gefördert, habe mir extrem geholfen, dafür möchte ich mich unheimlich bedanken und ich bin sehr traurig, dass es jetzt zu Ende geht. Viva, wir hatten eine mega, mega schöne Zeit mit dir. Du hast unsere Kindheit geprägt, unsere Jugend geprägt und du wirst uns immer in Erinnerung bleiben. Der Sender hat mich schon immer begleitet als Teenager und über die No Angels-Zeit hinweg. Der Start meiner Karriere war auf Viva. 1999 fing es an. Ich war sehr froh und sehr stolz, damals ein Teil dieser Musikfernsehgeschichte zu sein. Liebes Viva, tausend Dank für 25 Jahre so geiles Musik-TV. Yeah. Viva, du warst ein ganz, ganz großer Teil von mir im Leben. Also gerade in meiner Kindheit, in meiner Teenagerzeit. Wir sind sehr, sehr traurig, dass es dich nicht mehr geben wird. Ich kann euch nur sagen, natürlich wird es Viva Forever geben. Zwar dann nicht mehr auf dem Bildschirm, aber definitiv hier. Es war eine schöne Zeit. Sie ist vorbei. Aber auf zu neuen Ufern. Tschüss. Viva gab es überall, bis in Polen, in natürlich Österreich, in der Schweiz. Alle sagten immer, ja, ich habe dich auf Viva gesehen. In Spanien haben die immer gesagt, Viva, hey, du stehst in Viva, weil das wird so ausgesprochen. Und ich bin euch einfach wahnsinnig dankbar. Ich finde es schade, weil es einfach eine großartige Zeit war und weil ich da fernsehtechnisch das Laufen gelernt habe mit so vielen anderen Kollegen, Stefan, Heike, Nils, Alex, Mola etc. Und da geht eine Ära zu Ende. Hallo liebes Viva, du warst meine Jugend und du wirst immer ein Teil von uns sein. Wir werden dich vermissen. Die Fantastischen Vier waren das erste Musikvideo auf Viva damals, vor rund 25 Jahren. Wir fangen zusammen an, wir hören zusammen auf. Der letzte Song auf Viva, so geil für diese Welt, von uns, die Fantastischen Vier. Es war toll mit euch. Vielen Dank für die schöne Zeit. Bis bald.